Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und damit herzlich, hoppla, willkommen zurück zu LS19. Und ich muss den Kollegen hier nochmal abtanken. Und wir müssen gleich was machen. Und zwar müssen wir gleich Weizen verkaufen. Da ist gerade eine große Nachfrage und ich dachte mir, jo, wir haben eh noch so viel Weizen im Lager. Dann lass uns das doch verticken. Je mehr Geld wir haben, umso besser. Das wiederum heißt allerdings auch, dass wir gleich erst nochmal Geld ausgeben müssen. Ich werde den Fendt upgraden. Das heißt, dass er einmal 150 PS, glaube ich, hat. Und zusätzlich müssen wir mal gucken. Den Hänger stellen wir jetzt mal hier hin. Und zusätzlich muss ich gucken, dass ich eventuell ja noch einen anderen Anhänger hole. Der John Deere, der ist gerade dabei. Ich flüge jetzt ausnahmsweise mal einzeln. Was fällt da drüben? Der Johnny ist ja gerade dabei jetzt. Und wir fahren jetzt mal ganz schnell zum Händler. Tun den Fendt einen kleinen Motor-Upgrade geben. Und ja, da müssen wir mal gucken, ob wir uns vielleicht einen anderen Hänger leihen können oder so. Einen größeren. Damit wir. Ansonsten müssten wir dreimal fahren. Das Problem ist aber, der Hänger, den ich ja jetzt gerade hinten dran hatte, den nutze ich ja gerade, um die Gerste abzufahren. Ich meine, wir haben natürlich Zeit, so ist es nicht. Ich. Dein Ernst? Wir haben natürlich Zeit. So wäre es jetzt nicht, ja. Aber ich würde das sehr, sehr gerne so schnell wie möglich erledigt haben. 17.000 ist natürlich, puh. Aber egal, jetzt hat er ein Upgrade bekommen. Jetzt hat er auch gut Power. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die Anhänger an. Wir haben derzeit einmal den hier als Plattform. Hier, als Ballenwagen praktisch. Den haben wir ja. Der kann insgesamt 12.000 fassen. Wenn wir den upgraden komplett. Jetzt warte mal, 12.000. Was habe ich denn? Hier. Was haben wir denn im Lager? Oh. Ja, moin. Dann machen wir es doch so. Dann kaufen wir keinen Anhänger und leihen keinen. Dann upgraden wir den einfach einmal um. Warte mal, der kriegt auch wieder seine richtigen Reifen. Das ist ja, das kann sich ja keiner mit angucken. Ja. Schöne, fette Reitreifen. Ja, Mann. Ah, schön. So gefällt er mir schon wieder besser. So, dann schnappen wir uns unseren Anhänger und bringen den auch einmal hierher. Ich meine, ich könnte ihn jetzt auch zurücksetzen, allerdings das wäre halt. Na, das na, muss nicht sein. Wäre halt ziemlich billig. Ja, ich habe jetzt doch mit dem Feld angefangen abzuernten. Weil irgendwie, also wir haben ja gespritzt in der einen Folge. Und ich dachte mir dann, okay, gehst du jetzt nochmal nach dem Feld gucken. Ich habe ja extra alles runtergeschraubt. Die Geschwindigkeit. Und trotzdem, wenn ich jetzt gucke, 100% Unkraut. Obwohl wir ja hier gespritzt haben. Also ich weiß es nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Was mache ich denn? Wollte ich doch gar nicht. Ob ich einen Fehler gemacht habe, was... Um Gottes Willen, das kann natürlich sein, aber... Wir haben ja das Pflanzenschutzmittel genommen und sind darüber... darüber gefahren. Deswegen... Ich habe keine Ahnung, warum... Da jetzt immer noch Unkraut ist. Ich habe echt keine Ahnung. So, den schnappen wir uns jetzt. Den bringen wir ganz schnell zum Händler. Bauen den einmal um. Und dann holen wir das restliche Weizen, was wir jetzt noch im Lager haben. Und tanken den dann nochmal ab. Das sind 606 Euro, wo wir bekommen pro Liter. Das ist, denke ich, okay.
Da haben wir auf jeden Fall unser Upgrade des Fensters wieder drin. So. Konfigurieren. 12.000 kostet 4.000. Also Upgrade des Fans und das Konfigurieren von dem, das sollte drin sein. So, jetzt schnell zurück. Ja, ich weiß, Stoppschild anhalten und so. Alle Räder müssen stehen und so. Keine Lust. Ich hab's eilig. Ich hab's eilig. Ich muss los. Hat einen vollen Korntank. Ja, super. Muss er mal kurz warten. Wobei, der steht da vorne, oder? Also ich arbeite jetzt hier gerade auch noch viel mit Helfern. Ich finde das in Ordnung. Ich finde das jetzt gerade nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Klar, ich mache ein bisschen Minus dadurch, natürlich, weil ich halt Helfer angestellt habe. Aber ich muss sagen, es ist okay. Ich finde das jetzt, wie gesagt, nicht so schlimm. Ich krieg wahrscheinlich da gar nicht mehr alles rein, oder? Sieht nicht so gut aus. Obwohl. Ja. Kaboom. Das ist doch gut. Ich habe mich nochmal schlau gemacht wegen dem Unkraut. Also 25%, glaube ich, waren das, was ich dann Minus mache mit Unkraut. Also ich mache auf jeden Fall Minus damit. So, jetzt muss ich gucken, wo ich hin muss. Bahnstation Mühle. Wo ist die? Ach, das ist die hier. Ja gut, da kann ich da rumfahren. Ja, nice. Kann natürlich auch da rumfahren. Ach komm, wir fahren da rum. Wir fahren durchs Dorf. Warum nicht? Ein guter Strautmann. Bumm. Ich habe auch die ersten Mods schon gesehen, oder die ersten Modder, die sogar schon an den Dynamic Hoses dran sind jetzt. Bei manchen Sachen. Also hier ist ja mehr oder weniger so ein bisschen Dynamic Hoses schon mit drin. Was heißt, naja, das ist. Kabel integriert sich halt automatisch und so. Manuelles Ankuppeln und Abkuppeln. Das wünsche ich mir auch noch, muss ich sagen. Das wünsche ich mir auch noch. Aber das kommt bestimmt alles noch. Ist ja noch alles in den Kinderschuhen. Ist ja noch alles frisch. Der finale Patch muss ja auch noch kommen. Also es gibt ja jetzt derzeit diesen Beta-Patch, Experimental, sage ich jetzt mal, was man da sich laden kann. Ich habe von einigen gehört, dass der Probleme gemacht hat. Deswegen will ich mir den gar nicht erst runterladen. Deswegen teste ich das gar nicht erst. Ich warte, bis der Final ist. Und dann gibt es ja noch den sogenannten 2.0er Patch. Das ist dann der Final Patch praktisch nach dem Day One Patch. Die gibt es ja in der Regel auch noch. Mal gucken, wann der kommt. Also ich habe ja mein Spiel bei Steam. Dementsprechend kümmert es mich recht wenig, wann was für ein Patch kommt. Hört sich jetzt ein bisschen arrogant vielleicht an, aber es muss mich halt nicht kümmern, weil Steam lädt halt automatisch halt, ne? So. Money. Let's get money. So. Uiuiui. Und bremsen. Und abladen. Gib mir Kohle. Was kriegen wir? Ich denke so 25.000. Ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, deswegen keine Ahnung. Okay, es werden keine 25.000. Ach, es wird... 10.000? Uff.
7000. Aber ist egal, ist egal, ist egal. Es ist weg. Das ist die Hauptsache. Kleinvieh. Wie sage ich immer so schön? Kleinvieh macht auch Mist. Wir haben auf jeden Fall den Anhängerumrüstung drinne. Die Anhängerumrüstung drin. Ich werde den Anhänger auch erstmal so lassen, weil ich brauche den als Ballenwagen momentan eh nicht. Der Shop ist zum Glück nicht so weit, da kann ich notfalls auch so hinfahren schnell. Die Ballen, die habe ich auch noch. Stimmt, die kann ich auch noch verkaufen. Das werde ich vielleicht auch noch angehen. Bei Gelegenheit jetzt gerade mal nicht. Habe ich überhaupt eine Spitze dafür? Ich habe noch den einen Rundballen. Nee, ich brauche da noch eine Ballengabel. Dafür. Weil die Ballen, die können wir auch noch verkaufen. Die geben auch noch mal ein bisschen Geld. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die Ballen überhaupt gemacht habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, warum ich das getan habe. Oh. So. Schubidubidu. Darum. Bumm. Da kriegen wir auf jeden Fall noch gut Ernte raus. Das kriegen wir noch hin. So, den kann ich da ankoppeln. Das sollte kein Problem sein. Ich mach das jetzt ausnahmsweise mal umgekehrt. Uppala. Schubididu. So, her mit dem Ding. Erstmal machen wir da voll. Und jetzt kannst du hierher kommen. Jetzt machst du da voll. So, was wir hier gerade jetzt drin haben, ist Gerste. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt. Gerste. Die Gerste bringt momentan so gut... Alter, jetzt hat der echt einen höheren Preis. Den habe ich garantiert nicht gekriegt, den 6,8er. Egal. Die Gerste bringt momentan nicht so viel, deswegen lohnt es sich nicht. Wir können mal ganz kurz bei Ballen gucken. Bei Ballen gucken. Ballen waren das hier, 75. 75 Euro pro Balle ist jetzt nicht so viel. Lohnt sich mehr oder weniger jetzt gerade noch nicht. Was bringt denn an sich viel Geld? Wenn das gerade so laut war, sorry. Was bringt denn an sich viel Geld? Ich denke, Sojabohnen dürften einiges bringen. Jawohl. Okay, das heißt, wir werden Sojabohnen ansehen, auf jeden Fall. Für Sojabohnen müssen wir nicht vorflügen. Sojabohnen können wir einfach hier draufhauen, das ist nicht das Problem. Wir werden Sojabohnen machen, auf jeden Fall mal ein bisschen, damit wir einfach mal Kohle reinkriegen. Weil Sojabohnen bringen auf jeden Fall Kohle. Und deswegen werden wir das tun. Wir haben jetzt so ein bisschen Bestand eingefahren. Der ist jetzt gleich fertig. Das heißt, wir hauen dann hier am besten gleich... Ich bin gerade überlegen. Wir werden hier Sojabohnen draufhauen. Oder bringt noch was anderes? Sonnenblumen? Nee, da müsste ich jetzt flügen. Obwohl. 10 Sonnenblumen auch schon dazu? Also es gibt ja diese Fruchtreihenfolge, die man einhalten muss auch, ne? Wurzelfrucht. Nee. Wo war's denn? 10? Nee. Verbesserter Ertrag. Hier. Nach der Ernte von Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben oder Zuckerrohr muss geflügt werden. Also flügen. Ansonsten minus 15%.
Unkraut entfernen, 20%. Also hier sieht man es auch nochmal sehr, sehr gut im Hilfedings. Verbesserter Ertrag. Du kannst dich auf vielen verschiedenen Wegen um dein Feld kümmern, um den Ertrag zu steigern, um einen Bonus von und so weiter und so weiter. Könnt ihr euch selber alles mal in Ruhe durchlesen. So, aber das hier ist Standard. Nach Ernte von Mais, Kartoffeln, also wenn du auf einem Maisfeld zum Beispiel Weizen sehen willst, musst du pflügen. Ja, das ist so. Ist so. Ist so. So. Sojabohnen. Wobei, wenn wir dieses große Feld voll machen mit Sojabohnen. Das würde auch schon gehen. So, der macht das letzte Stück jetzt. Das ist okay. Kartoffeln bringen halt nichts. Also bringen halt nicht so viel. Das meiste bringen Sonnenblumen und Sojabohnen. Und hier, das ist Baumwolle, kann es sein? Alles Raps. Puh. 1006 Sojabohnen. Das hat gerade auch eine große Nachfrage. Ansonsten sage ich mal so 1005 kriegen wir da auf jeden Fall. Wir hauen Sojabohnen. Jetzt erst einmal. Was haben wir jetzt alles leer gemacht? Wir haben jetzt noch Hafer im Lager. Also Weizen, Gerste, Hafer. Keine Ahnung. Baumwolle, glaube ich. Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen. Mais. Mais hier, Kartoffeln, bringen auch nicht so viel, Zuckerrüben, Strohballen, Zuckerrohr, Milch, Wolle. Das ist Hackschnitzel, glaube ich, oder? Kann es sein? Hackschnitzel, Sägewerk, Hackschnitzel, kann sein. Eier? Sind das Eier? Eier bringt doch nicht so viel Geld. Uff. Was sind das Eier? Getreidemühle? Nee, das sind doch keine Eier. Oder? Könnte aber sein. Ich hab keine Ahnung. Ich hab eh nie Ahnung, weißt du. So, der ist fertig. Das ist das Gute. Das ist das Gute. Hallo Vogel. Geh weg, Vogel. Ich wollte jetzt einfach mal mit einem normalen Grupper da drüber gehen. Frag mich nicht warum, ich wollte es einfach mal tun. So. Das Schwierige ist halt jetzt wirklich. Herauszufinden, was ich mache. Aber ich denke, ich werde das wirklich tun. Ich werde hier dann Sojabohnen auf das große Feld hauen. Alles, was wir dann hier an Sojabohnen ernten, werden wir dann direkt verticken. Weil es halt wirklich ein großes Feld ist. Benötigt Kalk. Okay, da müssen wir dann noch Kalk draufhauen. Das ist ja kein Problem. Tanken wir den erstmal ab, dann holen wir den... Dann holen wir den John Deere, schnappen uns den Düngescheuer und holen Kalk. Dann macht den noch nicht voll, okay. So, Johnny, kannst du wieder abpuppeln? Wir schnappen uns den Streuer hier. Da könnte ich doch jetzt eigentlich mal... Warte mal, das könnte ich doch jetzt einfach mal machen, oder? Das ist Saatgut. Da ist noch mein Düngestreuer. Dünger. So, den auch weg. Und jetzt...
Zack. Nicht genug Platz zum Abladen. Okay, Moment. Hat der das jetzt da hingestellt, da vorne? Ist das richtig? War er das? Ach du Gott. Okay, egal. Jetzt ist er auf jeden Fall leer. Denn ich brauche Kalk. Uff. So, dann gehen wir schon mal zum Händler, holen schnell Kalk. Also das ist eine sehr, 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 sehr gute Funktion, dass du das entlädst. Ich frage jetzt nicht, warum da draußen einer ist. Dass du das entleeren kannst. Das ist der Blinker übrigens, ja, für jeden, der sich jetzt wundert. Das Fahrzeug braucht auch Wartung bald. Na, die ganzen Dinger muss ich aber nach Hause holen. So, ich brauche Kalk. In das Fahrzeug geht... Oh Gott, wie viel geht denn hier rein? Moment, ich muss gucken. 14.000, okay. Kalk. Findet ihr hier? Ich mache ihn halt nicht voll, weil brauche ich nicht. Zumindest nicht ganz voll. Das sind jetzt 8.000. Ja. Das sollte reichen erstmal. Wobei, wir haben ein großes Feld. Ah, vielleicht machen wir ihn doch voll. Voll. Zack. Wir machen eine Vollkommen. Ist egal. Was ist nicht 14.000? Ach, ich hab... Ja, okay. Ich hab wieder falsch gerechnet. Beziehungsweise falsch geguckt. 14.000 mit der Erweiterung. Ich habe ja gar keine Erweiterung drauf. Egal. Ja, Kalk brauchen wir eigentlich... Ah. Hauptsache Geld ausgeben, ne? Ist okay. Hauptsache Geld ausgeben. Dann hauen wir auf das Feld nämlich Kalk dann drauf und dann können wir das pflügen. Ich habe jetzt extra die Geschwindigkeit, also das Vorspulen, erstmal auf 1 gesetzt. Also Echtzeit. Damit wir erstmal nichts verlieren. Es schneit! Es schneit! Glückliche Pflanzen als Erfolg, ja gut. Ich weiß nicht, ob die Pflanzen so glücklich sind bei mir gerade. Ist er jetzt voll? Ja, scheint so. Ja. So, dann tanken wir den ab. Ich freue mich schon, wenn es Curseplay gibt. Ich glaube, diesmal werden wir auch dann recht früh mit Curseplay anfangen. Mit Curseplay anfangen. Ich habe mich ja im 17er jetzt noch recht gut durchgefuchst, mal durch das ganze Zeug. Dementsprechend, also wenn es dann irgendwann Curseplay geben wird, werden wir damit auch recht früh dann viel machen, denke ich. So, sind wir jetzt gleich voll.
Für Gerste gab es noch keinen besonderen Preis, ne? Nee, das kommt dann erstmal in den. Ich glaube, wir hätten noch warten sollen. Guck dir das an. Ich könnte. Egal. So, also, die Gerste hauen wir jetzt komplett mal in unseren Tank rein. Weil brauche ich jetzt gerade halt wirklich nicht. Und verkaufen möchte ich sie jetzt eigentlich auch noch nicht für den Billo-Preis. Darf ich nicht? Okay. Ah, ich kann mir denken, warum. Deswegen. Weil die Abkippseite halt hinten ist. Bei beiden. Dann fahren wir mit denen gleich wieder aufs Feld. Ich stelle mir dann irgendwo erstmal hin. Das ist okay. Und wir machen mit dem dann mal weiter hier. Und tun das jetzt mal hier soweit möglich machen. Beziehungsweise ich. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Ich habe jetzt schon wieder 27 Minuten. Ich verabschiede mich von euch, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Habe ich noch nicht gesagt, aber egal. Wenn es euch gefallen hat, dann ein Däumchen da oben wäre super. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Landwirtschaftssimulator 2019 mit dem Chaos. Und glaubt mir, bei mir ist Chaos vorprogrammiert, aber es macht mir Spaß. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.